Kochen mit Katze. Kann nämlich ganz schön schwierig sein. Katze? Topf. Katze? So, und jetzt mache ich hier. Ja, ja. Schon klar. Milch. Ach Mensch, ich hätte ein Stativ nehmen sollen. So. Und das passiert, wenn man Milch nimmt und ja, ist ja in Ordnung. Du kriegst ja ein bisschen Milch. Jetzt mach dich aber mal locker. Warte. Ja. Ist zu anstrengend. Wir tun ein bisschen Wasser rein. Warte, warte, ich stell's dir rüber. Das sind jetzt irgendwie Ruhe für 2 Minuten. Kann ich weiter kochen? Kann wohl weiter kochen. Milch muss so großartig sein, hä? Was sagt man einer, Männer können nicht 2 Sachen gleichzeitig machen? Katze filmen und Pudding rühren. Haust du jetzt die komplette Schüssel mit Milch weg, ja? Größte Bedenken habe ich ja immer, weil Katzen normalerweise laktoseintolerant sind. Und wer die Big Bang Theory kennt, weiß, dass sich sowas in ordentlichen Pupsereien auswirkt. Oder übelriechendem Dünnschiss auf dem Katzenklo. Othello ist aber Gott sei Dank immun dagegen. Ja, war mir klar, dass du noch nicht fertig warst. Du haust es jetzt wieder in einem weg. Ist ja nicht so, als hättest du nicht heute schon was zu essen gehabt. Ich frage mich jetzt übrigens auch gerade, wie das klingt auf der Aufnahme, wenn ich hier mit dem Schneebesen
so freudig durch die Gegend schlimmert. Rum, dum, dum, rum, dum, 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 dum. Ach, Katze braucht wieder eine Pause. Und wieder die Katze. Was auch bei dem Licht. Wird dickflüssig. So. Und Heather, hast du jetzt eigentlich austrunken oder? Dumme Frage.